herzlich willkommen bei der Fortuna Academy mit einer ganz wundervollen Person, die Anne. Die Anne ist ein Herzensmensch, die ich wirklich schon viele, viele Jahre kenne. Und Anne hat sich in eine ganz wundervolle Richtung weiterentwickelt, macht Pferde und Menschen glücklich mit dem, mit den Pferdchen, die ihr hier seht. Ich bin total verliebt, also wirklich ganz, ganz entzückend. Ja, und Anne, magst du mal ein bisschen erzählen, wie du zu Gangpferden gekommen bist, was dich daran begeistert hat, besonders an dieser speziellen Rasse, die sie euch gleich nochmal erklärt und dann auch nochmal erwähnt, weil das züchtet sie jetzt nämlich schon seit, wie lange? Erst tatsächlich seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Also noch ganz frisch alles. Ja, und sie ist auch auf Messen unterwegs, da blende ich euch auch ein paar Fotos mit ein, sieht ganz wundervoll aus. Liebe Anne, erzähl doch mal ein bisschen von deinen tollen Geschöpfen. Ja, wir sehen hier Paso Iberso Americanos, habt ihr bestimmt noch nie gehört. Das ist eine Gangpferderasse aus Südamerika, genau, aus Costa Rica. Aber ursprünglich komme ich wie die meisten Gangpferdeleute tatsächlich von den Isländern. Das heißt, ich habe auf Isländern angefangen zu reiten, daher kennen wir uns auch noch. Du kennst noch meinen alten Isländer. Ja. Der lebt übrigens noch, der ist jetzt 42. Ach, gute Wahnsinn. Pflege. Ja, das ist die beste Pflege bei ihr gemacht. Die sind zäh. Ja. Aber tatsächlich habe ich mich irgendwann in die Paso Ibero Americanos verliebt. Das sind Barockpferde, die auch tölten können. Das heißt, da hat man so das, was man sich wünscht, wenn man so ein bisschen auf Barockpferde steht. Dressurtalent, die Levade, die Piaffe, was wo so das Herz übergeht. Aber wenn man dann möchte, legt man das Knöpfchen für den Tölt ein im Wald und kann dann einfach ganz gechillt im Tölt ein bisschen durch die Gegend reiten. Ich glaube, jetzt seht ihr nur noch Pferd. Sie möchte gerne auch ins Bild. Eine Prinzessin. Ja, eine wahre Prinzessin Pitadera. Das ist die Mama hier von dem Frauenfohlen. Ja. Die ist ganz neugierig. Ist aber auch erst 5, also sie darf noch neugierig sein. Ja, ich habe mich sofort in sie verliebt. Wir switchen gleich jetzt mal um und machen das Bild wieder frei. Ja, liebe Anne, jetzt hast du uns ja ganz tolle schon über die Rasse erzählt. Wie ist das denn in der Jungpferdeausbildung? Da bist du ja auch Expertin drin, jetzt auch durch den Nachwuchs unter anderem. Genau. Und da kannst du vielleicht ein paar Tipps geben. Was ist zu beachten bei Jungpferden? Jetzt, wo sie noch Fohlen sind, wie geht man damit um, beziehungsweise wie bringt man die an das Reiten heran? Wie machst du das? Ja, das ist ein langer Weg tatsächlich. Wenn man so ein Fohlen hat, dann ist man natürlich erstmal sehr verliebt und findet das ganz süß. Die meisten Fohlen sind aber sehr scheu. Deshalb finde ich das wichtig, du hast ein Pferd im Gesicht. Deshalb finde ich das wichtig, dass die Fohlen erstmal Vertrauen finden. Und es ist auch so das Wichtigste eigentlich in den ersten Jahren. Also die müssen in den ersten Jahren, so zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr, eigentlich gar nicht viel lernen. Die müssen halfterführig werden, die müssen die Hufe geben können, die müssen vielleicht auch verladen können, also das heißt in den Hänger gehen ohne Sorge. Und natürlich Medical Training, also Wurmkur, Spritze, Tierarzt, das sollten sie einigermaßen ohne Angst überstehen. Mhm. Und natürlich ihre Menschen vertrauen, beziehungsweise wenn ich jetzt als Züchterin natürlich solche Fohlen habe, dann bin ich erstmal die Vertrauensperson, bis dann die Besitzerin oder der Besitzer kommt. Mhm. Die sind ja unwahrscheinlich kuschelig. Also kann ich als Fremde kann jedes Fohlen anfassen und die huschen nicht weg oder erschrecken sich. Also ganz toll hast du das gemacht. Ja, das ist natürlich nicht nur mein Verdienst, das liegt auch ein bisschen an den Eltern. Die sind extrem tiefenentspannt. Also die Stute hier, das ist die Mama von dem etwas älteren Frauenfohlen. Die Mutter von dem kleinen Fohlen steht da hinten. Ich glaube, die sieht man gerade nicht. Also die Mütter sind auch sehr entspannt, obwohl die auch noch sehr jung sind. Die beiden Stuten sind auch erst 5 Jahre. Mhm. Der Papa von beiden ist auch ein ganz entspannter Kerl. Das vererbt sich natürlich. Mhm. Also wenn man jetzt sehr nervöse Elterntiere hat, dann muss man vielleicht auch ein bisschen mehr mit den Pferden arbeiten, also mit den Fohlen, dass die Vertrauen fassen. Ansonsten sind auch die Mamas schon ganz tolle Vorbilder. Deshalb, ich glaube, man sieht uns gar nicht mehr. Die Pinterdera macht hier wieder. Komm mal her, Schatz. Komm, wir gehen mal ein Stück zurück. Ja, möchte, ja, viel Spaß. Also sie ist sehr kameraaffin, offensichtlich. Ja. Sie möchte gerne ins Fernsehen. Also falls irgendeiner zuschaut mit Fernsehallüren, hier haben wir ein Pferd das dafür. Das perfekte Pferd, genau. Starallüren. Ja, genau. Nachher zum Beispiel, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, machen wir noch Verladetraining mit den Fohlen. Oh, sensationell. Ja, kleine Überraschung. Großartig. Tatsächlich ist es so,
die, also sie war zum Beispiel noch nie im Anhänger und sie wird aber bald abgesetzt. Mhm. Sowas möchte ich aber gerne vorher mit denen schon mal geübt haben, dass sie an der Seite ihrer Mutter sowas schon mal gemacht haben. Genauso wie sie an der Seite ihrer Mutter schon mal auf den Hof gegangen sind, toll, in die Box gegangen sind, in die Reithalle. Dass sie einfach mit den souveränen Müttern schon mal alles gesehen haben. Ja. Oh Gott, ich bin auch verliebt. Ja. Naja, also das auf jeden Fall, da man möglichst viel schon mal übt mit denen, auch der Hufschmied das erste Mal, da steht natürlich die Mama daneben und macht das alles vor. Also dass man möglichst dann die Umstände, die man auch hat, einfach nutzt, das Positive, um einfach da ganz entspannte Pferde dran zu ziehen. Ja, also dann, man sieht ja, wie tiefenentspannt. Genau, jetzt. Die gehen dann später auf die Aufzuchtweide. Der kleine Hengst geht zu den anderen kleinen Hengsten und die Stute geht in eine gemischte Stutenherde, wo dann jeweils Jungpferde mit auch mal mindestens einem erwachsenen Pferd stehen, das dann schon mal so die Grunderziehung gibt. Und dann muss man eigentlich, finde ich, sollte man die Jungpferde in Ruhe lassen. Dann sollte man die natürlich besuchen und kontrollieren. Bei uns werden die mindestens ein- bis zweimal am Tag kontrolliert. Dann gibt es natürlich auch entsprechend Mineralfutter und gutes Heu und alles, was sie brauchen. Aber ansonsten mal ein Halfter drauf, dass sie das kennen, mal die Hufe hochnehmen, mal vielleicht auch mal eine kleine Runde spazieren gehen, aber am besten dann mit einem erwachsenen Pferd zusammen, dass sie einfach die Sicherheit bekommen, und viel mehr sollte man in den ganz jungen Jahren auch nicht machen. Ja, ja, toll. Vielen, vielen Dank. Also hier schon mal die für die ganz Kleinen die Tipps. Bis zum wievielten Alter? Also was sagst du da? Das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man die in die Arbeit nimmt. Ja. Das hat natürlich mit der körperlichen Entwicklung zu tun, aber auch, was man mit den Pferden machen möchte. Ja. Also die jungen Hengste gehen ja oftmals schon mit 2,5 Jahren zur Körung. Das ist sehr, sehr früh. Mhm. Da muss man aber vorher trainieren. Also die kann man natürlich nicht einfach von der Koppel ziehen und sagen, so Freund, hier, mach. Zeig dich. Ja. Also da nehme ich die schon mal gerne 8 bis 12 Wochen vorher schön. Schon mal in die Arbeit, dass die einfach vorbereitet sind. Die sollen ja auch schön aussehen, dann werden die trainiert. Und es soll ja auch entspannt sein. Genau, für die. Das ist ganz wichtig immer. Also das finde ich so das Wichtigste, dass man ein gutes Gefühl hat für sich und das Pferd. Dass das Pferd sich wohlfühlt. Die kleinen Stuten, die haben ein bisschen mehr Zeit. Oder die kleinen Wallache, die keine Hengstanwärter sind, die haben auch noch ein bisschen mehr Zeit. Mit denen fange ich so an, wenn die ihr drittes Lebensjahr, so irgendwann, wie sie sich entwickeln. Die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später. Ja. Schön, ja, wundervoll. Habt ihr ein Glück, ne? So viel Pferdewissen angewendet mit Anne, das ist toll. Und du gibst auch Tipps, also wenn ihr mal Fragen habt oder gerne mal von der Anne begleitet werden wollt in der Jungpferdeausbildung. Anne macht das ganz wundervoll mit viel, viel, viel Feingefühl, Pferdewissen, Pferdeverstand in allen Bereichen. Also nicht nur, was das Reiten anbelangt, sondern sie hat auch viel Wissen, was die Anatomie, förderliche Anatomie, Reitweise und so weiter anbelangt. Also da hat sich auch toll weitergebildet und gibt ihr Wissen auch gerne, gerne an dich weiter und an dich und dein Pferd. Und es soll euch ja gut gehen. Also, hier unten seht ihr auf jeden Fall die Kontaktdaten und meldet euch gerne bei Anne. Sie freut sich und wir haben ja auch bald auch Kurse mit dir, gell? Also da freuen wir uns sehr geehrt und ich bin schon sehr gespannt. Genau, ich freue mich sehr. Oh, ihr seht, Grunderziehung ist wichtig. dazu vielleicht im nächsten Video. Ja, genau. Tschüss.